Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und heute werden wir uns den Silberkrügerrand miteinander ansehen und ja, was es dazu zu wissen gibt, welche Gerüchte kursieren und was die Wahrheiten sind, darüber will ich Sie aufklären. Bis gleich. Und hier haben wir ihn schon, den Silberkrügerrand, der viele, viele Probleme am Markt herbeigerufen hat, aber auch viel Freude, wenn man ihn dann mal in der Hand hält. Und ich darf mich heute als einer der wenigen glücklich schätzen, tatsächlich einen besonderen Premium-Stempelglanz-Krügerrand in der 1-Million-Auflage zu besitzen. Ich zeige Ihnen gerne auch die Münze jetzt im Detail und dann sprechen wir über die Eigenheiten und über die Gerüchte, die vielleicht fälschlicherweise kursieren. So, und was Sie hier sehen, ist eben der Krügerrand in der Paarung mit dem Echtheitszertifikat. Und der Silberkrügerrand, Sie sehen hier schon den schönen Glanz, der hat die Prägeform Premium-Stempelglanz. Jetzt um erstmal die erste Verwirrung aus der Welt zu schaffen, es gibt verschiedene Prägezustände. Es gibt den Stempelglanz, der meistens den normalen Anlagemünzen entspricht, wie dem Maple Leaf, dem Känguru oder dem Wiener Philharmoniker oder dem American Eagle. Und dann haben wir den Premium-Stempelglanz, der ein Zwischending ist zwischen der polierten Platte und auch der Stempelglanz-Variante. Ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen, wie toll der Glanz ist. Sie sehen jetzt hier im Hintergrund, auf der Kamera ist es nicht so gut zu erkennen, die 50 ganz leicht. Das bedeutet, dass der auch dieses Privy-Mark besitzt, 50 Anniversary. Und die Münze hat einen Durchmesser von 38,7 mm, ist also sehr klobig, muss ich sagen. Also ähnliche Maße wie der Maple Leaf, sogar ein bisschen größer. Auch die Kapsel ist sehr, sehr hochwertig gemacht. Dadurch wirkt die Münze wirklich sehr filigran. Der Paul Krüger auf der Rückseite hier hat durch diesen Premium-Stempelglanz eben diesen ganz tollen Charme, dass er einen schönen Glanz besitzt. Jemand, der die Queen nicht so auf seinen Münzen bevorzugt, hat hier auf jeden Fall eine tolle Alternative. Die Münze ist hier, wie man es schon sieht, auf 1 Million begrenzt. Es kursierten ja viele Gerüchte, dass es die Münze 500.000 Mal geben soll. Das stimmt alles nicht. Sie sehen hier oben auch nochmal Premium Uncirculated. Jeder, der die Münze bei uns kauft, bekommt dieses Echtheitszertifikat und die Kapsel dazu. Ursprünglich wurden die Münzen zu einem Preis zwischen 35 und 40 Euro veräußert. Zwischenzeitlich waren die Preise dann auf über 100 Euro am Markt gestiegen. Jetzt ist es so, dass von dieser Auflage von 1 Million Stücken bekannt gegeben wurde, dass ein amerikanischer Handel 433.000 Stücke davon gekauft hat. Sie hören richtig, hier reden wir von 15 bis 20 Millionen Euro, die an Silbermünzen in die USA gegangen sind. Ja? Und diese Münzen werden jetzt nach und nach auch an den Markt gestoßen, sodass wir der Menge nachkommen und die Preise auch kurzfristig sinken dürften. Langfristig gesehen sind wir sicher, dass es der erste Silberkrügerrand ist in der ersten Auflage als Premium-Stempelglanz-Version von 1 Million Stücken steigen wird. Es gibt auch eine polierte Platte, sieht genauso aus, glänzt eben noch ein Stück mehr und die bewegt sich mittlerweile im Preisgefilde zwischen 100 und 300 Euro. Je nachdem, wo Sie die Münze ergattert haben, hat dann nur 15.000 von der Auflage. Und jetzt kommt eine Sache, die das Gerücht aus der Welt schaffen soll, das ist noch nicht die Anlagevariante vom Krügerrand. Die Anlagemünze vom Krügerrand, die in der Preiskategorie Maple Leaf, American Eagle und Philharmonica spielen wird oder auch vom Känguru, sprich etwa 20 Euro und dann auch in Tuben ausgeliefert, wird in 25er Tuben unseren neuesten Infos nach, kommt erst Ende des Jahres. Und das liegt daran, weil die Afrikaner, speziell jetzt hier, die South African Mint stark überlastet war und die Rand Refinery, die können angeblich nur 30.000 bis 40.000 Unzen pro Tag prägen. Wenn Sie sich jetzt diese Nachfrage ansehen, nach diesen Münzen, die es ja schon 1 Million Mal gab, werden Sie relativ schnell feststellen, dass die Münze mehr Nachfrage als Angebot hat und deswegen möchten die Afrikaner erst eine gewisse Weile vorproduzieren. Ja, und wenn wir uns jetzt überlegen, dass vielleicht 300.000, 400.000 Münzen im ersten Monat verkauft werden, brauchen die ungefähr 10 Monate Vorlauf und es könnte sogar passieren, dass dann die Anlagevariante erst Anfang nächsten Jahres kommt. Ich hoffe, diese Informationen und viele weitere Informationen, die Sie von uns im Onlineshop bekommen werden, über den Link in der Infobox, können Ihnen weiterhelfen und führen Sie vielleicht sogar der Entscheidung, sich das ein oder andere wertvolle Stück von dieser Münze, die jetzt noch zum günstigen Preis zu bekommen sind, ins eigene Portfolio zu legen. Ich persönlich habe meinen Vorrat für mich gesichert und ob Sie es tun, liegt dann ganz an Ihnen. Daumen hoch für die Münze von uns und bis bald. Ich gehe ganz felsenfest davon aus, dass Ihnen der Silberkrügerrand gefallen hat und ich würde mich freuen, wenn Sie uns dafür einen Daumen hoch hier lassen. Rufen Sie uns gerne an. Mein Name ist Dominik Kettner oder auch mein Vater Jürgen Kettner. Wir gehen gerne jederzeit ans Telefon unter unserer Bestellhotline, die hier eingeblendet ist. Wenn Sie persönlich irgendwelche Münzen bei uns suchen, hier unten in der Infobox sind immer hilfreiche Links zum Onlineshop und zu den Produkten, die wir vorstellen. Schalten Sie gerne das nächste Video wieder mit ein und
Bis bald, auf Wiedersehen, machen Sie es gut.